Okay, und damit ein herzliches Willkommen wieder zu einer neuen Folge The Evil Within, Kapitel 2. Wo zum Teufel sind wir denn jetzt gelandet? Okay, wir gucken jetzt erstmal hier rein. Leiche gefunden. Leichen im See, Leiche in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Okay. Wo sind wir? Und was ist das? Okay. Hallo? Jemand Hallo? da? Ja und nein. 01. Wo sind wir denn hier? Untersuchen. Ja. Hallo? Warum kann ich meine Maus nicht so gut Sind wir bewegen? wach? Geht es den anderen gut? Und die Wer bist Stadt? du? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Wo zum Teufel bin ich? 040, nee, 0704. Warum ist da ein Spiegel? Und warum ist hier so ein Blair Witch-Zeichen? Kann ich hier rein? Hallo? Ist da jemand? Ich kann auch nicht rennen. Ah, noch mehr Blair Witch-Zeichen. Klar, jetzt sind hier zwei. Und hier sind drei. Sind denn hier Patienten? Hier gibt es doch nicht mal ein Bett drin. Ah, hier gibt es noch einen Schreibtisch. Und ein Bett. Und was ist dieser Spiegel? Hallo? Jemand da? Hallo? Okay, mit dem Spiegel kann ich nichts machen. Dann gehen wir mal der Krankenschwester hinterher, wer auch immer sie ist und wo wir uns jetzt hier befinden. Ich dachte, wir sind raus aus der, Was aus zum dieser Teufel geht hier Heilanstalt. vor? Ja, das frage ich mich gerade auch. Eine Klinik. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier Okay. stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte Okay. tragen Sie sich ein. Wenn Sie sich nicht eintragen, können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren. Was? Zukünftige Erinnerungen nicht aufbewahren? Was ist denn... Also wir gucken uns erstmal, bevor ich mich irgendwo eintrage, ja, gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Und das war schon. Kann ich eigentlich unter den Schreibtisch? Es ist eine Schwingtür, die nicht schwingt, oder was? Das ist auch nicht schlecht. Warum trage ich mich jetzt hier rein? Also, um meine... Okay, wir tragen uns... Ah! Aha! Das ist unser Speicherpunkt. Deswegen eintragen. Okay, wir sind ja jetzt in Kapitel 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ja Kapitel 1 abgeschlossen. Waren wir in so einer Nervenheilanstalt. Falls ihr das verpasst habt, zieht's euch rein in der ersten Folge. Wir machen jetzt Kapitel 2 Überreste. Und ja, hier sehen hier Überleben. Ja, wir haben hier Schwierigkeitsgrad 2 Totenköpfe von 3. Ist schon mal nicht so einfach. Ah. Wir überschreiben jetzt mal unseren eigentlichen Spielstand. Nice. Und gehen jetzt hier wieder raus. Und was jetzt? Ma'am? Hier entlang, bitte. Warum? Also gut, wir folgen einfach mal der Dame Riecht wie und. Medizin. Wo ist sie hin? Okay, es riecht wie Medizin. Das ist schon mal schön. Und was können wir jetzt hier? Es ist alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Was Bitte sagst du so setzen Sie einfach? sich. Setz du dich doch. Was willst du nur jetzt machen, wenn ich mich jetzt da hinsetze? Da sind doch hier irgendwelche Sachen. Ist dahinter noch was? Hier hast du so einen Infusionsbeutel und allem drum und dran. Glaubst du jetzt wirklich, dass ich mich einfach hier so hinsetze?
klar, komm, let's do it. Aha. Was soll das? Beruhigen Sie sich, es ist nur zu Ihrem Besten. Mit dem grünen Gel kannst du die Parameter einzelner Fertigkeiten verbessern. So, sehen Sie, schon viel besser. Nein. Lady, werde ich verrückt? Wie kommen Sie rüber? Ich warte auf Sie. Was passiert hier? Okay. Also, wir wissen ja noch aus der letzten Folge, wir sind mit dem Krankenwagen irgendeiner Klippe runtergestürzt. Scheiße. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Und, Kidman, wo bist du? Kidman, genau. Wo ist Nicole? Was haben wir hier? Connolly! Eine Spritze. Die Herkunft des Medikaments in dieser Reisespritze ist unbekannt, aber es stellt etwas Gesundheit wieder her. Spritzenwirkung 30. Okay. V drücken, um Inventar zu öffnen. Ah, ich brauche nur V einmal drücken. Ah, okay. Und dann kann ich... Ah, verstehe. Und dann könnte ich jetzt auch sagen, ich möchte das da auf 1 haben, oder was? 1. Ah, Kurzball. Dann packe ich dich mal auf 2. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass ich eine Waffe finde. So, als Inspektor wäre schon geil, wenn... Oh, hier ist noch so ein grünes Zeug. So Waffen finden könnten. Also, wir fassen mal kurz zusammen. Wir sind ja in der letzten Folge in dieser Nervenheilanstalt gewesen und sind dann abgehauen. Die Welt geht unter. Wir wissen immer noch nicht, was passiert ist. Sind irgendeinem Hügel runtergestürzt, den wir jetzt hier nicht mehr sehen können. Wahrscheinlich irgendwie eigentlich hier oder da. Egal. Bei uns waren eigentlich noch 3 weitere Leute. Und zwar der Doktor, der Patient, Kidman. Ja, gut. Und der Fahrer, der aber schon nicht mehr so gesund aussah am Ende des ersten Kapitels. Gut, wir haben hier ein bisschen Blut. Und eine Blutspur. Ich gehe jetzt mal davon aus... Ah, du kannst sogar ran. Oh, aber die Ausdauer ist ja mal semi-geil. Ja, also wenn wir jetzt hier so rennen... Eieiei. Gut, wir folgen jetzt mal... Warum auch nicht? Einfach der Blutspur. Ja, macht sehr viel Sinn. Immer Blutspuren zu folgen, weil... Das macht Sinn. Was ist da vorne los? Graben. Nahkampf. F oder Position 1. Gut. Position 1, nur so als kleine Info, ist eben halt auf meine Maus auf eine separate Taste gelegt, damit ich da ein bisschen besser agieren kann. Was warst du? Ah, eine Kuh. Okay. Oh, können wir sogar kaputt machen. Nice, wir können Gegenstände kaputt machen. So, war das jetzt eigentlich die Blutspur, die wir jetzt hier, der wir gefolgt sind? Weil, wo geht's denn jetzt hin? Weil wir haben ja jetzt keine weitere Blutspur mehr. Müssen wir hier lang? Es sieht sehr dunkel aus. Nein. Müssen wir dahin, wo es leuchtet? Wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? Oh, Lämpchen! Lämpchen! Hey!
Das war der nicht sehr... Das war doch der Fahrer. Was macht er da? Was zum Teufel machst du? Okay, wir haben eine Pistole gefunden. Connelly. Mein Gott, Connelly. Warum? Was ist mit ihm verkehrt? Was ist mit ihm passiert? Und du hast 3 Munition von mir gefressen, ey. Davon waren 2 mindestens im Kopf. Okay. 6 Schuss hatten wir. Und ja. Ich habe nicht mehr so viel. 2 Schuss haben wir noch. Was mich ein bisschen ärgert, weil... Hätten wir den eventuell auch anders killen können? Also sprich im Nahkampf? Egal. So, achso, das war jetzt Nahkampf. Wie kann ich denn die Lampe ausrüsten? Lampe? Ah. Oder auch nicht. Hallo? Kann ich ihn wieder ausmachen? Also C ist es nicht. Hallo? Ich würde gerne die Lampe wieder ausmachen. Ja, F war es auch nicht. F ist immer noch Nahkampf. Aber ist verstanden. So, jetzt gehen wir Laterne benutzen. Ach, Q. Ah. Q ist das Zauberwörtchen. Hier ist nichts. Hier können wir nochmal so grünen Stuff mitnehmen. Ist geil. Also der grüne Stuff ist anscheinend irgendwie... Ho, 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 ho. Was ist der Patient? Das ist doch hier, Tut weh! Tut weh! Wow! Ja, tut weh. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Leslie! Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! 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 Bleib doch hier! Verdammt, warum rennst mal. Du denn? Warum rennst du denn jetzt weg? Achso, ich kann hier das einfach mal deaktivieren. Gegenstände erhalten, Fallenteile erhalten. Fallenteile werden benötigt, um Bolzen für den für die Qualenarmbrust herzustellen. Sie werden im Inventar verwendet. Was ist denn die Qualenarmbrust? Und warum ist er jetzt weggerannt? Was ist dein Problem? Warum rennst du denn weg? Leslie! Leslie! Okay. Okay. Streichhölzer benutzen. So, näher dich einem am Boden liegenden Gegner und drücke C, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Dies verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern gibt es noch weitere brennbare Dinge. Da kommt doch Blatt der Pyromane in mir durch. Ja, nice. Er brennt, das ist doch so schön, da. So, oh yeah. Oh yeah, noch mehr Grünstuff. Also da bin ich wirklich gespannt, was ich mit dem grünen... mit dem grünen Stuff alles machen kann. Da ist ein Haus. Hier sind Raben. Da ist Blut. Das muss jetzt nicht unbedingt was Tolles heißen. Hallo! Wer ist sie? Ist mit der Krankenschwester?
Mit der Krankenschwester verstehe ich noch nicht so ganz. Was ist das da auf dem Tisch? Warum? Also wir nehmen erstmal den grünen Stuff wieder. Was ist das? Meine Marke? Tagebuch von Sebastian Castellanos, also von uns. Wie heißt denn Sebastian? Gott. November 2004. Endlich habe ich mein... Ach, jetzt ist es wieder mit Scrollen, wa? Und ich habe das immer noch nicht gefixt mit dem Scrollen. Ach, verdammt. Endlich habe ich mein Goldabzeichen. Detektiv Sebastian Castellanos. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum erwarten. Als Detektiv kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopf je möglich war. Außerdem muss ich mich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zur Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Der KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein... Können wir nicht weiterlesen. Schade. Ich muss das unbedingt noch fixen mit meiner... mit meinem Mausrad. Warum, wieso, weshalb das da nicht so richtig erkannt wird. Oh, Scheiße. Okay. Schon wieder hier. Also. Ich verliere den Verstand. Heißt es, die Spiegel sind Teleportationsspiegel, damit ich hier zurückkommen kann? Ah. Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Ah, und hier könnten wir dann auch wieder speichern. Nice. Geht es Ihnen nicht gut? Warum erschreckst du mich zum Teufel andauernd? Mann. Ich konnte nur speichern. Ja, sei mal müde. Missing. Who's missing? Vermisst Leslie Withers. Der Psychiatriepatient Leslie Withers verschwand aus einem abgeschlossenen Zimmer in der Bacon Nervenklinik. Ja, aber der ist doch mit uns unterwegs. Warum hängt es hier aus? Ja, okay, er ist verschwunden. Aber auch nur, weil wir ihn mitgenommen haben. Aha, hier kann ich wahrscheinlich mich wieder zurück teleportieren. Kann ich jetzt hier eigentlich meine Fähigkeiten erweitern? Dieses Konstrukt, wie das schon aussieht. Okay, also wir haben Fitness, Lebensanzeige, maximale Sprintdauer, Nahkampfschaden und Spritzenwirkung. Waffentechnisch. Schadensmultiplikator, Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit, Magazinkapazität, Genauigkeit, kritisch. Und Reserve, Kalibermunition, Granaten, Spritzen und Streichhölzer. Ja, was machen wir denn jetzt am dümmsten? Also Streichhölzer könnten wichtig sein. Waffen ist natürlich auch ganz klar. Der Schadensmultiplikator, die Feuerrate ist okay. Die Genauigkeit, naja, okay, geht so. Und bei Fitness, da wird es dann nochmal interessant. Wegen der Lebensanzeige. Lol, die kosten alle unterschiedlich. Also gut, hier vorne kann ich schon mal nichts machen. Wow. Kann ich genauso viel machen, nämlich gar nichts. Also schon, aber... Kostet unverhältnismäßig viel. Granaten, Spritzen kann ich nur zwei mitnehmen. Kann ich auch nicht verbessern. Und von fünf wären es dann sieben Streichhölzer. Also ich bin der Meinung, die Streichhölzer werden wichtig. Ja. Haben wir nämlich sieben Stück. Und Munition ist wichtig. Ich kann nur zehn Munition nehmen. So wären es dann 15. Na komm. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs ordentlich verbessert. Vielleicht hätte ich auch sparen sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Munition wir finden und
wie viel Streichhölzer wir finden am Ende. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich zu wenig Munition habe. Lieber noch ein bisschen was mitnehme. Müssen wir überhaupt hier hin? Nee. Hier müssen wir gar nicht hin. Na gut, dann laufen wir mal weiter. Mal ganz kurz was schauen. Weiter geht's. So, dann lass uns doch mal hier weiter gucken, was wir hier noch so finden. Hier haben wir noch ein weiteres Häuschen. Da versteckt sich Leslie. Er wird aber verfolgt von jemand anderem. Kann ich ihn jetzt einfach töten? Gibt's so einen Schleich? Schleichangriff gibt's sogar. Okay. Leroy! Als ob die unbesiegbar sind. Wenn du dich nicht bewegst, regenerierst du Gesundheit bis zu einem gewissen Punkt. Ja, das ist schön. Jetzt sag mir nicht. Och man, jetzt hat er hier meine ganzen Stats gar nicht mitgenommen. Weißt du was? Denn nicht. Wir lassen das jetzt so. Wir nehmen es jetzt einfach so mit, die 1600, weil im Endeffekt selber, glaube ich, ist es einfacher oder besser. Die Musik ist immer so mega laut. Einfacher und besser, wenn wir ein bisschen die Sachen aufsparen und erstmal unsere Gesundheit und auch die Ausdauer erhöhen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Jetzt können wir es auch mit dem Schleichangriff. Er klopft ein paar Mal gegen. Nice. Jetzt müsste er doch eigentlich liegen bleiben, oder? Weil wir haben ihn ja ins Gehirn reingeklatscht. Wir verbrennen ihn trotzdem. Einfach mal aus Sicherheitsgründen. Verbrennen wir ihn. Den nutzt du. Und er lässt leider nichts fallen. Ich habe noch die Hoffnung, dass ab und zu mal was fallen gelassen wird. Von den einzelnen Sachen. Von den einzelnen Leuten, die wir töten. Wo ist er denn jetzt hin? Warum rennt denn Leslie weg? Leslie, bleib doch hier, Junge. Was ist denn dein Fick-Problem? Oh, ich habe jetzt keine Ausdauer mehr, jetzt schon. Also ich bin ja auch persönlich nicht der Sportlichste, ne? Muss man ja auch mal ganz klar sagen. Aber, also, selbst ich hätte jetzt mehr Ausdauer gehabt als er. Das ist eigentlich für eine Figur. LOL! Der kam unerwartet. Ich wollte eigentlich, das war jetzt... Ja. Was sind das für Schlüssel? Also, warum? Ja, als ob ich jetzt da nicht gegenlaufen könnte. Okay, wo sind wir hier? Hey, seid ihr hier aus der Gegend? Ich habe keine Ahnung, wo... Nicht weiter. Genau. Was war das denn jetzt bitte?
Sieht der mich? Ja, der kann ja eh nichts mehr sehen, oder? Gute Nacht, mein kleiner Freund. Er verliert sogar Flüssigkeit. Geil. Ach, da hinten läuft auch noch einer lang. Nee, ist klar. Ja, moin. Was war denn das jetzt bitte hier für ein... für ein gleißendes Licht? Ist hier vorne noch was Schönes? Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Okay, dann guck da einfach nicht rein, Junge. Weil du hast ja gerade gesehen, dass was passiert, wenn du anscheinend zu lange ins Licht schaust. Jetzt erstmal ganz kurz gucken, was hat er hier? Achso, er ist hier noch. Okay, okay. Hier haben wir noch eine schöne Sprengladung, die wir jetzt erstmal deaktivieren. Nice. So, hier kommen wir rein. Nice. Hier können wir uns verstecken. Das ist auch ganz geil. So, hier haben wir noch eine Spritze. Für Heilung. 5 Streichhölzer. Damit können wir doch den hier erstmal zumindest niederbrennen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Hier haben wir noch mal so ein grünes Gel. Nice. 2100. Jetzt würde sich das wahrscheinlich wieder lohnen, um Leben aufzumachen. Okay, gibt es hier noch was? Nee. Okay, der ist jetzt gerade nicht da. Gibt es denn sonst noch hier Sachen, die ich erkunden könnte? Beziehungsweise sehe ich die ja eigentlich auch durchs Fenster? Ne, sehe ich nicht. Schade. Ah, guck mal. Mister, Mister. Ja, mit dem Stacheldraht ist... sieht sehr hübsch aus. Okay, wir gehen mal hier rein. Geht er jetzt noch weiter? Ne, er geht jetzt wieder zurück. Okay, dann können wir ihm ja dann mal von hinten folgen. Und ihm einfach mal... zack! Mit dem Messer in den Kopf. Dann lass uns doch mal den hier kurz nochmal verbrennen, den Jungen. Den Gutsten. Vielleicht lässt er ja auch was liegen. Bitte, 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 bitte. Ne. Kann ich eigentlich auch die Sachen hier ab... ne, kann ich nicht. Oh, hier liegt er noch rum. Hier liegt noch ein Heftchen. Notiz aus Seegemeinde. Seit wann gibt es hier einen Leuchtturm am See? Stand der schon immer da? Das kreisende Licht streift mich, durchdringt mich. Ich habe das Gefühl, dass es jedes Mal etwas mitnimmt. Aber ich weiß nicht, was es ist. Ja, kurzum... schaut einfach nicht in dieses scheiß Leuchtturmlicht anscheinend rein, weil das ja irgendwie was bei euch verursacht. Oder auch, also auch bei hier Castellanos anscheinend. Ach, hier kann ich mich verstecken. Wäre jetzt nur die Frage, warum sollte ich mich hier verstecken? Gab es hier nicht eigentlich 2 Flaschen? Ich sag doch, genau, hier gibt es auch eine Flasche. Ach, das Stroh kann ich auch... ah, verstehe. Stroh können wir also auch... ja. Anverbrennen. Wow. Warum stehen jetzt da 2? Vor allen Dingen, warum steht da einer mit der Fackel? Da traf ich ja mal gar nicht. Okay. Können wir uns denn sneaky technisch... ich will auch nicht die ganze Zeit schleichen. Aber ich muss...
Okay. Jetzt geht's los. Ich bin mal gespannt, wann die mich sehen. Also, ob sie mich sehen oder ob sie einfach mich gar nicht sehen. So, jetzt kommt nämlich natürlich auch der nächste Clou. In den einzelnen Häusern, also, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie ich jetzt das Spiel spielen könnte. Ja? Die erste Variante ist, ich töte alle. Ja, versuche alle nacheinander umzubringen. Also sprich, alle zu töten und sich jedes Haus einzeln anzuschauen. Würde eine Menge bringen, wenn ich viel auf Loot-Zeug gehe und auch natürlich an gewisse Informationen benötige. Oder wir gehen es anders an. Ich gebe einen Fick auf den Loot und auch auf den Informationsfluss und versuche mich sneaky ninja-technisch einfach an den Gebäuden vorbei zu rebeln. Was natürlich den Spielspaß, ja, nicht nimmt, aber, na komm. Wir probieren mal Variante 1, indem wir jetzt versuchen, wirklich allesamt nacheinander zu töten. So, wir hatten noch hier vorne. Wo ist er? Da ist er. Könnte ich den hier nach da ablenken lassen, dass er nach da guckt? Das wäre ganz geil. Also ich muss sagen, das war sehr lucky. Also da habe ich ja... Das ist schlecht. Das war ja nun wirklich super lucky. Dass der uns nicht gesehen hat. Hallo. Wie weit kommt er denn hier runter? Ich hoffe nicht so weit. Lass kurz mal gucken. Nope. Der kommt gar nicht hier runter. Okay, das heißt, das war richtig lucky, dass der uns nicht gesehen hat. Wo ist er jetzt hier? Ist er jetzt da rein? Nein, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Okay. Er sieht uns gerade nicht. Okay, hier haben wir Streichhölzer, sehr gut. Und Munition, sehr gut. Muss ich eigentlich... Können wir ganz kurz erstmal das hier auf Position 1 drücken. So, wunderschön. So, das heißt... Okay, jetzt kann ich die Flaschen wieder nehmen. Wo ist er? Okay, komm, den lassen wir erstmal noch in Ruhe. Ich hoffe, er sieht uns jetzt nicht. Ja, da sind ja noch so viele. So, hier oben haben wir nämlich auch noch ein Häuschen. Und das hier oben werden wir jetzt als nächstes mal erkunden. Doch ich schaue gerade auf die Folgenlänge und sehe gerade, wir sind schon ziemlich weit. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal sneaky ninja-technisch hier nach hinten. Ja, das war jetzt gerade nicht so sneaky. Und auch nicht so Ninja-Style. Wie eigentlich gedacht. Und werden uns jetzt mal hier hinhocken. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein, wenn es heißt The Evil Within. Wir sind im Kapitel 2 gerade aktuell. Und gucken mal, wie weit wir jetzt kommen. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt The Evil Within. Bis dann erstmal. Reingehauen. Darkness twisting me around.